Dann habe ich ein paar 10 Versuche gemacht auf einem halberten Grün. Dann habe ich mal 9 Löcher gemacht und mittlerweile spritze ich alle 18 Grüns. Vor 2 Jahren habe ich eigentlich angefangen mit Agrosol. 3 Jahre eigentlich schon im Sommer. Die ersten großen Erfolge habe ich eigentlich dann gesehen im Herbst, wie das Gras keine Pilzkrankheiten gehabt hat oder sehr wenig. Und im Herbst die Farbe, also die nach 3., 4. Spritzen kommt dann eigentlich ein schönes, tiefes Grün, wo man glaubt, das gibt es nicht, aber das ist so. Die Gräser sind wirklich gesund. Wenn ich was spritze, mische ich es einfach dazu, 3 Kilo am Hektar. Und innerhalb 2-3 Tage habe ich schon die schöne dunkelgrüne Farbe da und ist eigentlich wirklich von der Gesundheit her, also mindestens um 2/3 weniger Pilzbekämpfungsmittel, was ich anwende. Und ich darf das Agrosol eigentlich nicht mehr weglassen. Man kann das mit alles mischen. Ich habe das mit Flüssigdünger schon gemischt. Ich habe das mit Eisensulfat schon probiert zu mischen. Es ist überhaupt kein Problem. Und ist auf jeden Fall schon einige Mal empfohlen worden. Vor einem Platz weiß ich es ganz genau, das ist über den Dächern von Passau. Das ist im Freienberg, Bezirk Schering, der das auch mit absoluter Zufriedenheit anwendet.